Ist euch beim Aufräumen oder Putzen des Kühlschranks schon mal das kleine Loch an der Rückwand aufgefallen? Bei neueren Kühlschränken ist es oft hinter einer Abdeckung versteckt, die erst abgenommen werden muss. Aber wozu ist das kleine Loch überhaupt gut? Wir klären die Alltagsfrage auf. Bei dem kleinen Loch an der hinteren Innenwand des Kühlschranks handelt es sich um den Kondenswasserablauf. Es ist nämlich ganz normal, dass sich an der Rückwand kleine Tropfen Kondenswasser bilden. Damit es jedoch nicht zu Pfützen im Kühlschrank kommt, muss das Wasser ablaufen. Über das kleine Loch gelangt das Kondenswasser in einen Behälter, der über dem Kompressor angebracht ist. Sobald sich dieser erwärmt, verdunstet das angesammelte Wasser. Um sicherzustellen, dass das Kondenswasser reibungslos abfließen kann, ist es wichtig, das Loch und die Rinne gelegentlich zu reinigen. Denn dort können sich Staub, Essensreste oder sogar Schimmel ansammeln.